Also, Dieter, meine erste Frage ist ein wenig ungewöhnlich, aber es gibt ein paar Personen, die anzweifeln, dass ich heterosexuell bin. Wie siehst du das? Also, ich sag mal so, wenn ich dich jetzt so angucke, dann siehst du aus, als wenn du dir immer irgendwas Doppeltes reinschiebst. Was? Jetzt hol mal dein Maul! Was geht ab, Elite? Zeus hier! Moin, Servus, Moin! Moin! Servus. Ja, in YouTube Deutschland ist mal wieder was Unglaubliches passiert. Tanzverbot lädt ein Video hoch mit dem Titel Interview mit Dieter Bohlen. Meine Reaktion, als ich dieses Video gesehen habe, war ungefähr so. Oder, das gibt's ja nicht! Allerdings ist den Fans von Tanzverbot ganz schnell aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Sie haben sich Dieter Bohlen genau angesehen und scharf darüber nachgedacht, ob er wirklich der echte Bohlen ist. Spoiler-Alarm, ist er nicht. Oh. Man. Und wie sollte es auch anders sein? Es brach natürlich ein Shitstorm aus. Der Tanzi will uns für Klicks verarschen! Jungs, dem schlitzt man den Arsch aus! Ihr Arschlöcher! Haha, doch nicht so schnell! Es kam plötzlich noch ein Video online von dem YouTuber Star Talking. Ein Kanal, bei dem mit Stars getalkt wird. Das ist ja geil, da lasse ich auf alle Fälle ein Abo da und die Glocke aktiviere ich auch noch, oder? Hast du eigentlich hier die Glocke aktiviert? Ich hoffe schon. Bitte, ich muss meine Miete bezahlen! Schaff den weg hier! Nee, aber das Video war wirklich krass, denn Star Talking hat Tanzverbot geprankt. Nur halt in gut. Wie man es aus dem Fernsehen kennt, wurde wirklich alles vorbereitet. Die Kulissen wurden aufgebaut, Personen wurden angeheuert als Security, Managerin, Fotografin und natürlich der Dieter-Double. Tanzverbots Management wurde per Website angeschrieben und zu einem Interview eingeladen. Und Tanzverbot kam dann letztendlich, hat alles geglaubt und hat das Interview gemacht und auch hochgeladen. Bäm, euer Mo, wie krass ist das denn? Ich meine, wie finde ich das jetzt eigentlich? Kleine Umfrage, ich hoffe, dieses Mal vergesse ich es nicht. Wie findet ihr eigentlich die ganze Aktion? Ist es alles irgendwie super cool, aufwendig und lustig oder war es eher ein Schritt zu viel? Doch, man kann sich vorstellen, bei so einem Spektakel gibt es super viel Hate und vor allem super extreme Kommentare. Also wird es wieder Zeit, nachdem wir die Kommentare unter dem Shirin David Video und Gewitter im Kopf angesehen haben, folgt nun eine Analyse zu den Kommentaren unter den Tanzverbot Dieter Bohlen Skandal Videos, also unter beiden. Somit wünsche ich euch super viel Spaß mit der dritten Episode von Der extremste Kommentar. Los geht's! Yahoo! Dumme Kommentare, es gibt dumme Kommentare, doch Zeo findet sie sofort. Dumme Kommentare, es gibt dumme Kommentare, doch Zeo liest ihnen was vor. Ach verdammt, ich wollte den Jingle ja nicht umändern, das nächste Mal dann, okay? Doch, wir beginnen mit dem Video von Tanzverbot und schauen da in einen Kommentar rein, den ich sehr, sehr oft gesehen habe. Normale Menschen, ich ändere den Titel. Tanzverbot, Klicks, Klicks, Klicks. Ja, nachdem die Sache aufgelöst ist und Tanzverbot auch selber darauf reagiert hat, könnte er schon den Titel ändern. Zum Beispiel zu was eigentlich? Fake Dieter Bohlen, verarscht mich. Das war doch wirklich ein passender Titel. Wenn ich dein Sohn wäre, würdest du in der Öffentlichkeit zu mir stehen? Nee, würde ich nicht. Also definitiv nicht. Geil finde ich aber auch, dass sehr viele Tanzi vorwerfen, dass er sehr wohl Bescheid wusste, dass Dieter nicht echt war. Aber ganz ehrlich, das glaube ich nicht, denn ich als Tanzverbot wäre vielleicht sogar auch drauf reingefallen. Wenn der Management dir ein Interview klar macht, dann glaubt man einfach nicht, dass man jetzt plötzlich geprankt wird. Und dass Menschen dann echt ein bisschen anders wirken und anhören als im Fernsehen, ist ja auch vollkommen normal. Also ich vermute, dass Tanzi nicht absichtlich mitgespielt hat, das Ganze dann hochgeladen hat und das sehen andere auch so. Also ich finde auch, dass er echt rüberkommt. Und noch mehr wird's klar, wenn man sich die alten Kommentare anschaut, bevor das Ganze aufgelöst wurde. Denn da wurde noch sowas geschrieben. Dicker, wie arrogant ist der Bohlen, ey? Dicker. Aber wenn wir schon bei alten Kommentaren sind, ist es wirklich super lustig, sich durchzulesen, wie damals schon Leute versucht haben, zu beweisen, dass es ein Fake-Video ist. Man merkt direkt, der Stuhl ist nicht echt. Absolut, in diesem Video ist alles echt, aber der Stuhl, der ist safe mit Greenscreen eingefügt. Und Moment, als ob das der echte Tanzverbot ist. Ja, Kruzifix, das ist doch ein Double, Alter. Hopp, mit dem Kopf. Geil ist auch, dass manche jetzt versuchen, Tanzverbot zu verteidigen, da er reingelegt worden ist und selbst daran scheitern. Hey, das Video wurde gehackt, also kann er nichts dafür. Jo, wer kennt's nicht? Man hackt sich da in fremde Videos rein und editiert einfach so ein paar Botschaften rein. Voll normal, oder? Im Großen und Ganzen muss ich ja wirklich sagen, dass fast 80% der Kommentare nur aus Hate besteht. Und das haben Tanzi und Fake Dieter nicht verdient. Dafür gibt's kein Octopiece, Leute. Doch wie sieht's mit dem Video von Star Talking aus? Schauen wir doch da mal rein, oder? Hui, da gibt's aber ganz schön viel Hate, Alter. Noch so eine nuttige Prankschlampe, die Schwänzlusch für Fame. Verpiss dich. Jetzt trink doch erstmal eine warme Portion Gift, dann wird er schon wieder. Nee, ich verstehe echt nicht, wie man so wütend werden kann, weil ich meine, so ein normal geschriebener Kommentar tut's doch auch. Ja, aber manche nehmen das Ganze halt einfach super ernst und schreiben dann wirklich lustige Kommentare. Passt mal auf. Ich hoffe, für diese Aktion trittst du in der Nacht auf Legosteine. Bruder, chill doch mal. Was wünscht ihm als nächstes? Soll er sich die Hände beim Ärmel waschen nass? Nee, einfach andersrum. Was wünscht ihm als nächstes? Soll er sich die Ärmel beim Händewaschen nass machen oder was?
Jetzt kommen wir aber zum Vollprofi, der den Vogel komplett abschießt. Dieser Kommentar ist so genial, er bekommt von mir den Schriftsteller-Award der Woche. Lächerlich, wie bei Jojo und Klaus mit Rein Kosling. Sprachen lernen, Bubble. Junge, als Legastheniker würde ich keine Witze über Rechtschreibung machen. Ja, das war keine Legasthenie, das war ja eher einfach so, ich schreibe einfach mal drauf los. Aber an der Stelle will ich mal selbst Partei ergreifen zu der ganzen Sache und ich muss sagen, obwohl dieser Prank echt geil vorbereitet ist und wirklich ein Riesenaufwand war, ist das Video dennoch nicht wirklich gut gewesen. Doch warum? Böhmermann hat ja auch schon mal sowas ähnliches gemacht mit RTL 2 und das war lustig, aber hatte auch einen höheren Sinn. Denn Jan wollte einfach zeigen, wie es hinter den Kulissen von RTL so aussieht. Verträge, die nicht ordentlich unterzeichnet wurden. Die Sache wurde, obwohl es ja eigentlich Reality TV sein soll, künstlich dramatischer gemacht. Und die Darsteller bekamen auch viel zu wenig Gage für die ganzen Drehtage, die sie anwesend sein mussten. Aber was war es denn? Der höhere Sinn bei Star Talking, also man kann sich jetzt schon was aus den Fingern saugen. Wollte man zeigen, dass Tanzverbot blöder ist oder so selbstverliebt, dass er ein Interview mit Dieter Bohlen bekommt? Diese Argumente ziehen halt nicht wirklich, weil es wären auch andere YouTuber drauf reingefallen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber mir fallen da schon so ein paar ein. Und diejenigen jetzt sagen, ein Prank muss nicht unbedingt immer einen höheren Sinn haben. Man kann sich auch hinter einer Ecke verstecken und einfach laut Buh schreien, um jemanden zu erschrecken und das war's. Ja, das stimmt zwar, aber nur bei Personen, die man gut kennt, weil bei fremden Personen, zum Beispiel Passanten erschrecken auf der Straße, ist nicht mehr so cool, oder? Ey, du Moralapostel, bei dir macht der Spaß auch eine Kurve, oder? Ich meine ja nur. Daher würde ich dem Video trotz großen Aufwand so eine solide, mittelmäßige Note geben, aber so ein krasser Hate wiederum ist auch übertrieben. Zum Abschluss habe ich nämlich noch einen Kommentar, der alles auf den Punkt bringt. Kann mich mal einer aufklären, warum hat das Video so viele Dislikes und so negative Kommentare? Darunter gab es keine Antworten. Tanzverbot lädt ein Video hoch, gefühlt alle sind sauer. Die Sache wird aufgelöst und alle sind sauer. Ich schaue mir beide Videos an und denke mir nur, Alter, krass, was für eine Geschichte, aber sauer bin ich jetzt nicht. Hat Deutschland irgendwie keinen Humor? Theo, lass mal die Sau raus! Ja, Mann! So ein unlustiger Buster. Naja, was soll's. Aber schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Was hältst du von dem Ganzen? Hast du dich total aufregen müssen darüber? Oder fandest du den Prank total lustig? Keine Ahnung. Ich bin auf alle Fälle gespannt, was jetzt da so kommen wird. Gib einen Daumen nach oben, aktivier die Glocke und check mein Merch aus. 100% super sorgfältig zusammengenäht aus Gronkhs Barthaaren. Nee, aber wirklich, danke für den ganzen Support. Ich weiß es wirklich zu schätzen. See you, Elite. Dankeschön. Leute, am 13.07. ist wieder Typ Munich. Das ist ein YouTuber-Treffen in München. Falls du mich also mal treffen möchtest, komm da einfach mal hin. Das ist absolut kostenlos. Man geht da einfach hin. Das ist so wie die Videodays damals, bloß halt in klein und gemütlich. Also man kann locker ein paar Worte wechseln, ohne dass man 2 Stunden anstehen muss. Alle Infos und Kommentare angepinnt und halt eine Videobeschreibung natürlich. Okay. Willkommen in Card. Für die extremsten Kommentare unter Gewitter im Kopf hier drüben klicken. Die Community ist zwar super toll und brav, aber es gibt immer so ein paar schwarze Schafe, ihr wisst ja. Es war mir wie immer eine Ehre, für euch ein Video gemacht zu haben. Dann würde ich sagen, sieht man sich hoffentlich bald mal wieder hier auf YouTube. Bis dahin noch eine super geile Zeit und ja. Ein schönes Wochenende. Ruhe ist schon vorbei. Dann halt einen guten Start in die Woche. Dann bis dann, euer CEO und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, juhu!